Willkommen zurück zu SimCity 5 und weiter geht's. Ich überlege gerade, in welche Stadt wir gehen. Letztes Mal konnte ich ja nicht mehr alle Städte. Warum ist mein Avatar weg? Oh mein Gott, egal. Letztes Mal konnte ich ja nicht in alle Städte rein. Warum auch immer, jetzt sind hier auch wieder alle Köpfe weg, egal. Genau, Schlauhausen. Genau, in Tosca hatte ich das Großprojekt gestartet. Ich gehe nochmal gucken. Nicht, dass das wieder weg ist. Und ich dachte mir, dass ich ja hier Geld anscheffel und dann quasi hier dann so eine Erzstadt anfange. Wobei ich das Geld dann hier alleine scheffeln lasse. Weil da kann man, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Oh, ein Riesenhaus. Hui. Ich meine, wenn überlegt, 11.000 die Stunde, 33.000 Einwohner ist okay. War auch schön mit diesen Brücken hier oben her, dann da unten. Kann ich die Brücke denn hier upgraden? Oh, sie ist schon auf höchste Stufe. Unbelievable. Räuber überqueren Grenzen von Debitopia. Genau, da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Das ist ein Helikopter, warum auch immer. Was macht der? Bestimmt von so einem Fernsehsender, der gerade berichtet. Nein! Klick! Oh! Ich erwisch den nicht. Na, ich will dieses Haus nicht sehen. Ja, die Wegfindung ist echt der Hammer manchmal. Aber wir gucken einfach mal, was sie machen. Hauptsache die Umzugs... Mein Gott, das Wetter wird zurück. Die Umzugswagen fahren voran. Komm, finde ich total dämlich. Der ist gerade hierher gefahren, da abgebogen. Damit er drehen kann und dann hier abbiegen kann. WTF. Und? Folgen. Genau, jetzt wartet er, bis grün wird, oder was? Wie blöd ist das denn? Ja, da kennt die Feuerwehr nix. Wie, da will die hin? Jetzt habe ich die Feuerwehr verloren. Na egal, hier kann auf jeden Fall... Ach, guck mal. Bauprojekt Flughafen braucht mehr Metall. Ah, ich verstehe schon. Was hat denn für Krach hier? Klingt wie eine Hochzeit. Folgen. Aha, Rückkehr zur Feuerwache, okay. Arschlecken, jetzt wechseln wir mal eben die... Oh, schicken sie Metall? Rohöl? Boah, 250.000 Barrel Rohöl zum Flughafen. Ich glaube, Öl war nicht auf der Map, also kann ich das streichen. Wie gesagt, ich werde es versuchen, primär den Flughafen auszubauen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Städteübersicht. Da ist das Großprojekt, das hat momentan nichts. Und wir gehen mal rüber in Debitopia. Viele haben auch geschrieben, ich soll den Wu Tower kaputt machen, weil er absolut die Wirtschaft herunterzieht. Werde ich jetzt auch mal tun. In der Hoffnung, dass der Rest wieder anläuft. Weil für so eine Stadt 2300 plus ist schon eigentlich arm. Ich will es mal arm nennen. Da ist der Wu Tower. 42 Handlanger, Alter, wenn ich die jetzt rausschicke, sind die Gefängnisse voll. Bam, bam, bam. Was macht unser Maxis? Der kann ja bleiben. Der wird populär. So, jetzt ist die Frage, was bauen wir noch? Das große Tor, nein, danke. Ich muss natürlich jetzt erstmal gucken. Die Stadt habe ich mir ja schon länger nicht mehr angeguckt. Casinos habe ich mal angeschmissen wieder. Weil haben auch welche geschrieben, ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, aber wenn man halt morgens sich die Casinos anguckt, ist klar, dass sie noch im Minus sind. Weil abends und nachts beginnt erst das richtige Geschäft. Aber guck mal, die wollen mehr. Es gibt zu viele kranke Leute, mache ich.
Behandeln Sie noch 5 Patienten. Das ist doch wahrscheinlich super schnell abgehandelt, oder? So, da ist das große Krankenhaus. Ich würde sagen, hier in der Ecke kommt noch eine kleine Klinik hin. Hier, sowas. Nur gerade die Frage, wo? Hier. Guck mal, da sind so 2 kleine Häuschen. Zack, geschlossen. Wir stellen Leute ein. Das machen wir folgendes. Nochmal ein Anbau hier dran. Oh nein, das Haus. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Jetzt ist es weg. Das war voller dicke Haus und hier hast du es weggemacht. So. Was hat sich denn hier mal so niedergelassen? Okay, das ist die große Feuerwehrwache. Was sagt er? Es geht ein geheimnisvoller Killer um, Bürgermeister. Wir müssen den besten Detektiv anheuern. Detektiv Simlumbo wird unsere Probleme lösen. Schnell, besorgen Sie ihm ein Büro. Mach ich. Aber wie? Ah, Zentrum zur Verbrechensbekämpfung. Ist das das? Betreiben Sie Aufklärungsarbeit durch Polizisten in Schulen, Parks etc. Sie bringen den Kindern bei, wie wichtig die präventive Verbrechensbekämpfung ist. Oh. Wo denn? Hier hinten oder was? Oh, ich muss alles kaputt machen. Ich muss da echt was kaputt machen? Ja, WTF. 30.000 kostet das. Komm, dann gebe ich mal aus. Bam. Wagen zur Verbrechungsbekämpfung? Einen. Oh, guck mal. Ui. 6 Streifenwagen. Heftsch. Kostet aber wieder 600. Ich lasse das erstmal so. Ich mache ja wieder... Im Grunde mache ich ja wieder ordentlich miese hier gerade. Das ist kein Tram. Das ist ein Drama. Wie voll diese Züge sind. Ja, genau. Alter. Sims in Wartestellung 2. Reicht doch. Ich weiß ja gar nicht, was die haben. Ah, ist ja immer noch zu. Habe ich das nicht mal geöffnet? Ne, anscheinend nicht. Da ist auch noch Verlust. Verlust, ja, genau. Okay, neuer Plan. Ich würde sagen, wir gehen mal... Gehen jetzt mal kurz weg von den Casinos hier. Oh mein Gott. Der kann bleiben, der ist sehr nice. Der ist sowieso zu. Was sagt die Zufriedenheit? Wir brauchen mehr Geld. Es gibt zu viele Verletzte, wir ziehen um. Okay, Krankenhaus ist jetzt da. Zu hohe Steuern und kein... Wir wollen hier einen Park. Wo denn? Okay, hier wäre noch eine super geile Stelle für den Park. Hab da, glaube ich, auch geschrieben, weil so Parks... Boah. Super groß, weil so Parks nehmen wohl auch ein bisschen Luftverschmutzung weg. Nehmen wir hier mal so ein Naturstück. Naturstücke. Ja, da freuen sie sich, ne? Was haben die hier? Ohne Unterricht. Ich würde aber fast schon sagen, hier kommt nochmal irgendwo ein paar... Boah, 320 die Stunde. Das war 10 die Stunde. Die kann man irgendwo hier immer so zwischenpacken hier. Ah, deswegen passiert auch nicht allzu viel, wenn ich so ein kleines Ding da baue. Was ist denn hier los? Genau, da war Park and Ride. Guck mal, da freuen sie sich. Ich glaube auch, dass ich hier viel zu viele habe mittlerweile. Schauen wir mal, was die Tonnenmüll hier machen. Erzeugte Luftverschmutzung gering. Da auch gering. Was machen unsere Kraftwerke?
Oh, gerade wieder an der Grenze. Ich würde ja sagen, hier machen wir ein Atomkraftwerk hin, aber ich glaube, das ist keine gute Idee hier in dem Bereich. So gebildet sind die Leute hier noch nicht. Das Verbrechen regiert. Guck mal her, Max, ist Mann. Verbrechen. Ab geht's. Ah, den holt er sich jetzt. Ja, hier, komm. Da ist er. Nein, du fährst vorbei. Max ist Mann. Ui, ja, egal, das ist er weg. Okay, das Verbrechen regiert, meinen sie? Oh, Grund zu hohe Steuern. Boah, sind da viele Obdachlose. Kann man die nicht irgendwie aussondern so? Keine Ahnung. So wegschicken. Allen Anschein nach nicht. Okay. Oh oh, Kläranlage verarbeitet 100%. Wie das aussieht. Hier voll siffig. So. Genau, für den Flughafen sparen. Bildung wollen wir jetzt haben. Und die Steuern wollte ich noch einmal gucken. Man sagte mir auch, wenn ich die Steuern hier reduziere. Oh. Im roten Bereich. Dann geben die wiederum mehr aus für die Geschäfte. Oh nein. 561 die Stunde. Ist total scheiße für so eine Riesenstadt. Wenn ich mir überlege, die andere Stadt, die macht da 12.000. Die Steuern ruinieren das Geschäft. Aber was frisst mich denn hier gerade so auf? Warte mal, Strom 3.1. Abwasser, Müllentsorgung, Verwaltung, Feuer. Ich muss für Feuer bezahlen. Polizei ist ziemlich teuer, Bildung, Transportmittel, meine Güte. Spezialisierung kostet so gerade nichts. Oh, maximale Müllkapazität. Verbrennt mehr Müll. Ist immer noch viel zu klein, die ganze Müllabfuhr. Ganze Müllabfuhrgedöns, was das hier zu verkaufen? Trümmer. So, dann können wir neue Leute einziehen. Ich werde mal versuchen, hier noch ein bisschen zu optimieren. Wie gesagt, ihr könnt weiterhin Tipps schreiben. Meine Güte. Okay, hier wird sie anscheinend nicht so viel bilden bei den Häusern. Wo drückt denn der Schuh? Wir brauchen mehr Geld. Zufriedenheit und Geld. Hier ist am meisten. Hui. Die Verbrecher werden nachts noch dreist. Das ist bestimmt dieser Dr. Wu gewesen. Ach, guck mal. Wirtschaftliche Talfahrt. Mache ich. Weiß zwar nicht wie, aber schon okay. Boah. 124 Verbrecher am Tag. Oder Verbrechen am Tag und 51 Festnahmen. Verbrechen los. Ich glaube, bald kann ich hier dieses... den Retikulator bauen. Ich meine, ich würde ja wieder die Steuern reduzieren. Ich versuche das einfach mal. Steuern reduzieren. Oh. Ah, geht doch. Plus 24 die Stunde. Weißt du, überleg mal. Kriegst du so 24 Geld am Tag. Das ist ja nice.